jetzt auch schon die Situation. Montagabend, wir haben es jetzt, glaube ich, gleich 19 Uhr sowas. Und ja, ich habe jetzt spontan entschieden, rüberzulaufen zum Lidl. Und ja, habe jetzt schon total das Oberproblem. Ich habe mega Herzrasen und ich versuche jetzt zu filmen. Und ich weiß nicht, inwieweit mir das gelingt im LAN, weil ich tierische Angst habe, jetzt überhaupt loszugehen. Im Moment habe ich immer doch große Probleme an der Kasse. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nasse, kalte Hände und so ein Gammelkotzgefühl im Hals und Herzrasen. Aber ja, normalerweise fahre ich auch mit dem Roller, aber ich laufe jetzt rüber und nehme euch einfach mal mit. Das Video werde ich wahrscheinlich nachher dann auch so direkt hochladen. Auf zur Konfrontation. Ich müsste ja gar nicht unbedingt, also so, ich bräuchte drei, vier Kleinigkeiten. Aber mir geht es auch darum, ich war, also wir haben es jetzt Montag und ich war irgendwann das letzte Mal einkaufen letzte Woche, Mittwoch oder Donnerstag. Und da hatte ich aber auch Nachbarn an der Kasse oder im Lidl getroffen, wo ich gleich gesagt habe, du musst mit an die Kasse. Das war dann natürlich ein bisschen angenehmer. Oh. Ich würde sagen, auf in den Kampf. Wollen wir mal los. Bis gleich. Ich stehe jetzt an der Ampel. Da muss ich rüber. Da hinten ist Lidl. Ich werde jetzt mal dezent über Rot drüber hüpfen. Und ja, ich laufe jetzt. Normalerweise fahre ich mit Roller, aber ja, ist ein bisschen dunkel, ne? Ich laufe jetzt, um vielleicht ein bisschen Spannung abzubauen. Aktuell ist mir total gammelig und übelig. Ich muss ständig schlucken. Ja, ich versuche es. Schauen wir mal, ne? Ist ein bisschen dunkel hier, ich filme gleich wieder. Tja. Ich bin da. Ich weiß nicht, warum ich mir das immer wieder antue. Heute ist kein guter Tag, um einkaufen zu gehen oder diese scheiß Konfrontation zu starten. Aber ich bin einfach so, dass es mir einfach keine Ruhe lässt. Ich denke, jetzt muss ich einfach, ich muss mich dem jetzt aussetzen. Die Kasse ist jetzt auch nicht sonderbar leer. Ich schlawenzel jetzt mal hier rum. Oh nee, ey, wenn ich das schon sehe, da die Menschen und oh, dann wird die Kasse ja gleich noch voller. Ich kann das heute, ich kann nicht. Ich kann nicht an der vollen Kasse jetzt stehen. Oh, sind immer Leute hier. Ich kann jetzt nicht so filmen. Oh mein Gott. Nee, geht gar nicht. Schaut mal. Die Kasse ist echt voll. So, ich bin jetzt reingegangen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen mit dem Filmen. Es sind zwei Kassen auf. Ich würde sagen, ich schlawenzel jetzt einfach mal blöd rum und kaufe nur ein paar Sachen. Weil wenn ich nur ein paar Sachen kaufe, muss ich nicht so lange diese Kassensituation aushalten. Oh Gott, ey. Schauen wir mal, ne? Ich kann nicht so gut filmen hier. Ich habe echt Angst, Leute, aber ich muss mich dem immer wieder aussetzen. Hab fleißig mein Bonbon im Maul. Hier die. Kann ich gleich mitnehmen nochmal. Die sind nämlich fast alle. Die brauche ich immer. Die muss ich haben. Okay, ich starte mal. Das ist die Kassensituation. Ich kann mich da jetzt nicht anstellen, das ist mir zu voll. Also für mich schon. Ich habe auch nur ein paar Sachen in der Tasche. Ich stelle mich da jetzt nicht an. Dann muss ich noch ein bisschen durch den Laden hüpfen. Das nee, das geht jetzt gar nicht. Die haben alle auch den Wagen voll. Nö, mach ich nicht. Also werde ich hier noch ein bisschen rumschwawenzeln, schlawenzeln. Mein Gott, wie ich das hasse, diese befickte Scheiße, ey. So, ich habe meinen leeren Platz gefunden. Das Problem ist, ich kann gerade nicht an die Kasse. Es ist mir zu voll. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich mache. Auf jeden Fall stelle ich mich jetzt nicht an die Kasse. Scheiße, ey. Ich habe auch nur ein paar Sachen hier in meiner Tasche. Und wie gesagt,
die Kassensituation. Da stehen sie. Ist mir nichts. Ich kann das jetzt nicht. Und es wird richtig voll jetzt. Da. Also, es wird jetzt noch voller. Entweder packe ich meinen Kram wieder aus und gehe raus. Oder ich laufe jetzt hier noch 3 Stunden rum und warte, bis es leerer wird. Ich stelle mich jetzt nicht an die Kasse. Das schaffe ich nicht. Im Moment ist Kasse für mich die Hölle, ey. Mein Gott, so ein Drama, ey. Ich guck mal, was ich mache. Das ist echt. Vor allem, das wird jetzt voll. Das ist hier überall Menschen, das ist übel. Also wird die Kasse ja jetzt nicht unbedingt leerer. Das ist auch nur eine Kasse auf. Also, pff, da packe ich den Scheiß wieder aus und gehe dezent raus. Aber dann habe ich halt versagt, ne? Mal gucken. Es scheint jetzt leerer zu sein. Oh ja, ich muss es jetzt schnell nutzen. Die Kasse ist leer. Ich muss da jetzt schnell hin. So, ich bin draußen. Ich bin echt eine Lusche, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht mal ein Erfolgserlebnis, weil der wollte gerade die Kasse schon zumachen. Und ihr habt ja gesehen, die war total leer. Und da bin ich natürlich gleich hingestürmt, habe meine 3 Sachen aufs Band geschmissen. Und ja, habe den Kassierer schon ein bisschen vollgesüttelt, schnell vollgelabert. Lenkt auch immer ein bisschen ab. Ja, im Moment kann ich auch nicht viel auf, einkaufen, weil ja, umso mehr ich da aufs Band legen muss, umso schwieriger wird das Ganze. Ach, es ist im Moment echt furchtbar. Naja, es wird wahrscheinlich wirklich Zeit, dass ich mit einem Medikament anfange, weil das ist ja kein Nehmen. Ich habe das jetzt mal so mitgekriegt. Im Moment läuft das so, ja, dass ich reingehe, wenn es zu voll ist, kann ich mich einfach nicht anstellen. Dann muss ich halt warten oder weiß ich. Ja, ist natürlich auch mal tagesformabhängig, ne? Aber im Moment ist es eben so, dass es mir schlecht geht. Ja. Wie gesagt, ich bin nur noch im Lidl und ihr seht, es ist auch doch gut Verkehr da drin. Aber ich habe es erstmal geschafft. Hab ein paar Sachen gekauft. Jetzt werde ich mal dezent nach Hause laufen. Das war jetzt mal, ja, so eine Konfrontation, während ich auch schön Angst habe. Ich hatte natürlich jetzt keine Panikattacke als solches an der Kasse, weil ich musste ja in keinster Weise jetzt stehen und warten. Null. Es war ja sofort, ich bin ran. Es war ja weder vor mir noch hinter mir einer. Es war schön. Hab da schnell mal 3 Sachen raufgeschmissen. Wenn es jetzt mehr gewesen wäre, wäre es vielleicht problematischer gewesen. Weil da kam dann doch noch jemand hinter mir oder hinter mir. Und dadurch, dass ich aber irgendwie nur, weiß gar nicht, der musste vielleicht 5, 6 Sachen scannen, geht natürlich dann schnell, ne? Ja, ihr habt das mal so mitgekriegt. Ist nicht schön. Ich habe jetzt auch nicht wirklich das mega Erfolgserlebnis. Ja, es bleibt im Moment aus, weil ich da so Faxen gemacht habe. Das ist im Moment so scheiße, ich sag's euch. Ganz schön kacke. Ich würde sagen, ich laufe mal nach Hause. Ist immer ein bisschen blöd mit dem Handy, ey. So. Handy so vor der Fresse. Und wenn man in HD filmt, vielleicht ist euch das mal aufgefallen, wenn man in HD filmt, wie ich jetzt hier für YouTube, dann ist es so, wenn man die Kamera anmacht, dann wird es ordentlich eingezoomt. Das ist immer nervig. Da muss man halt, gerade wenn man so Selfies hier machen will, dann muss man ja ordentlich den Arm rausstrecken. Sonst, ja, schluss die Kamera ja mein Gesicht und ich bin viel zu nah. Ist ein bisschen dunkel hier, sorry. Ja, ich mache erstmal kurz aus. Da bin ich wieder. Und mein Schatzi sitzt im Flur. Komm mal her, mein Schatzi. Hi. Es ist jetzt 7:30. Wir gehen normalerweise immer ein bisschen später, aber ich werde jetzt gleich weiter nochmal runter. Komm her, mein Liebling. Ja. Ja, komm her. Baby freut sich. Komm her mit zur Mami. Da ist mein Schätzchen. Oh, zeig mal, guck. Ja, jetzt werde ich mal meinen Mini-Einkauf auspacken und ja, das war's denn, ne? Also, dumm gelaufen. Aber immerhin bin ich los. Aber es ist, ich kann es nicht beschreiben, es ist so ekelhaft. Weil man kann es auch nicht mit seinem Verstand, mit seinem klaren Verstand, kann man das einfach nicht beeinflussen.
beeinflussen. Man hat es einfach nicht in der Hand. Wisst ihr, was ich meine? Man hat es nicht in der Hand. Man kann das nicht mit seinem Verstand beeinflussen. Das ist eine Sache, die läuft einfach im Unterbewusstsein ab. Also diese Angstgeschichten. Und du kannst es mit deinen Gedanken oder mit dem Verstand einfach nicht regeln. Klar sind Gedanken da auch ganz wichtig bei. Und natürlich geht man ja schon so los, oh, ich habe Angst und ich habe Angst vor der Kasse, ich habe keine Lust, wieder eben eine Panikattacke zu bekommen. Klar geht man im Moment schon so ran, ne? Aber die Panikattacken als solches lassen sich einfach nicht mit irgendwelchen Worten oder so regeln. Naja, ihr seht meinen kleinen Einkauf hier. Ich habe einmal so eine Wurst gekauft, schon bei so mal gleich mal ein Food Haul war. Ich habe wirklich nicht viel geholt, weil im Moment mag ich halt nicht so gerne so viel kaufen auf einmal, dann gehe ich lieber öfter. Aber wenn ich zu viel jetzt habe, dann dauert die Situation an der Kasse noch länger. Das kann ich im Moment einfach nicht. Tomaten. Im Moment esse ich auch kaum, das ist alles irgendwie Misch. Dann habe ich mir ein Brötchen mitgenommen, das esse ich heute Abend. Ich hatte heute nämlich nichts Warmes. Ich habe heute überhaupt gar keinen Appetit, weil mein Bauch so schwingt. Meine Toasties, deswegen bin ich ursprünglich gegangen. Da habe ich zweimal Toasties mitgenommen. Mein Arm fällt gleich ab. Und das ist auch alle mein Frischkäse, den brauche ich, weil den nehme ich ja als Margarinersatz. Genau, die Bonbons habe ich euch gezeigt, ne? Kann ich nur empfehlen, nur wenn man Ängste schiebt. Die muss ich immer in der Tasche haben. Hier in meiner süßen Krawalltasche, ne? Ja, und mein Schatzi steht da. Ja, mein Bibi. Wir werden jetzt noch Gassi gehen und dann habe ich für heute auch mal dezent schon wieder keine Böcke mehr, ne? So Bescheid. Ja, so läuft mein Leben. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie geil das ist, ne? Wenn man so einkaufen geht, wie blöd durch den Laden läuft, sich nicht traut anzustellen, weil man genau weiß, was dann auf einen zukommt. So, ich kriege irgendwie Wallungen. Ja, danke fürs Schauen. Das war mein heutiger Lidl-Gang, wo ich euch bewusst mitnehmen wollte, weil ich wusste, dass es heute schwierig ist. Und ja, es ist schwierig dann auch zu filmen, aber ich mache es, weil genau darum geht es hier. In diesem Sinne, tschüss.